Hallo, Hallöle, wunderschönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier. One Homie Left, grüß dich. Und dich und dich und dich. Und grüßt euch mal alle. So, ich bin auf dem Weg zurück nach Hause. Boah, ich bin ziemlich außer Atem, kann ich euch sagen. Ich habe hier schöne Straße entdeckt. Da geht's Richtung Heimat. Und meine Taschen sind voll. Ich habe noch ein bisschen Fleisch mit. Und Mr. Porky hat mir was dagelassen. Mr. Porky hat mir gestern ein Habu dagelassen und hier ist ein Friedhof, sehe ich gerade. Das ist ja mal nice. Den können wir uns später nochmal angucken, würde ich sagen. Ja, den gucken wir uns auf jeden Fall später an. Weil der ist ja widerlich, da ist ja was los hier. Da ist Gezücht auf dem Friedhof. Großes Gezücht. Ich wollte erstmal nach Hause das lustige Hörtchen nochmal abwarten. Und ich wollte mir mal überlegen, wir müssen noch ein bisschen Kram craften. Was ich leider immer noch nicht habe, ist eine gescheite Waffel. Ja? Eine richtig gute, gescheite Waffel. Die fehlt mir eigentlich noch. Ja, das brauche ich noch. Oh, hi, Mäuschen. Ich wollte das Federviech da nochmal looten. Komm, put. Oh. Ich dachte gerade, da wäre noch eine zweite. Genau. Leg dich mal dahin, ich komme gleich. Ich habe keinen Platz. Ich habe keinen Platz. Jetzt habe ich Platz. Gut, schön. Wo war denn mein Nest? Du hast doch gerade ein Nest. Da war doch gerade noch ein Nest. Ein kleines. Jetzt habe ich es verloren. Jetzt habe ich mein Nest verloren. Ah, da. So. Oder warst du es? Nein. Aha. So. Ah, hier ist noch ein bisschen Sand. Also, wenn ich nochmal Sand brauche. Sand, yippie, juche. Oh, hier aber auch genug Sand. Was ist da vorne? Cliffhanger? Ah, da war die Straße so krumm. Stimmt, von da bin ich gekommen. Ich finde es sehr dunkel heute. Ja? Das bedeutet, dass ich, ja, ich brauche auf jeden Fall auch noch ein bisschen Spotlight für meine. Für meine Villa. Die Villa des Todes. Ich muss eine Mauer bauen. Ja, da habe ich mir auch ein Ding eingebrockt, sage ich euch. Da habe ich mir richtig ein Ding eingebrockt mit der Mauer. Da habe ich auch eine Mauer gebaut, sage ich dir, du. Ha, die kann man vom Weltall sehen. Da sind die Chinesen richtig baff geworden dafür. Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass ich jetzt echt genug Mauer gebaut habe. Ich kann die nochmal schön befestigen, aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall Spikes und noch mehr Spikes setzen müssen. So einen schönen Zweireiher nochmal. Ne? Fette Uhr. Das braucht man dann nämlich. Wir brauchen mehr Spikes. So. Die werden wir nämlich hier noch ein bisschen postieren. Drinnen sind ja schon Spikes, aber draußen brauche ich sie noch. Die großen Dinger sind hübsch, aber es gibt nichts über Spikes. Das wisst ihr doch. Wir sind doch jetzt in der Alpha 14 und man sagt ja auch zur Alpha 14 Spike City zu ihr. Das sind die Underdogs, die Spikes. Früher hat man die immer verachtet. Höre ich Schritte? Nein. Ich wollte doch mal reingehen, meinen Kram noch mal schmelzen. Stimmt. So. Irgendwann falle ich da runter und bin tot, glaube ich. Einfach so blub, weg. Blub, weg, tot. So. Wir haben noch ein paar Spikes gesetzt. So, die Forge ist aus. Nein, die läuft noch. Das ist gut. Die schmilzt ordentlich Kram ein. So. Müssen wir mal ablösen, den Kram.
Lid let Lut ein bisschen einschmelzen. Dann machen wir die Fischgewichte. Ich wollte die Bullet Tips gerade einschmelzen. Das ist ja auch Quatsch. Brass kommt nochmal mit rein. Dann brennt das nämlich schön durch. Ich mache nochmal Woodies. Also, aber nicht in der Forgie, sondern da drin. Und ich muss mein Fleisch braten. Stimmt. Ich wollte Woodies noch machen. Immer so ein 50er Stack oder so. Oder 34, auch gut. So, dann rein damit. Bacon and Eggs. Volle Kanne. Und das kommt da drauf. Fleisch da rein und Tierhaut auch. Die Knochen dazu. Und ein bisschen Tee. Ich kann nochmal Tee da aufsetzen. Golden Rod. Das ist auch lecker. Lecker, lecker, lecker. Da habe ich ja auch noch von dem Kram, ne? Kommt denn da mit rein? So, dann haben wir hier aber noch ein bisschen Lidlet Lut da rein. Schmelzen. Dann haben wir noch ein paar Parts, Steine. Jawohl, gehen wir nochmal hoch. So, dann haben wir Scheinwerfer. Chipirit. Das hier brauchen wir auch noch später. Pistol Grip. Ich kann leider immer noch nicht. Pistol Parts. Das Zeug muss hier runter. Bullet Tips. Ich kann noch nicht mit, mit Dings dienen. Federn könnten eigentlich auch hier rein, ne? Nee, Federn kommen nicht da rein. Und zwar, Federn kommen mal mitgenommen. Und ich glaube, ich habe hier noch Iron Arrows. Und zwar machen wir dann nochmal so einen Schwung Arrows, ne? Genau. Dann passt es nämlich. Für die Arrows lasse ich das Holz auch gleich da. Das ist das. Und das, den Kaffee lege ich gleich runter. Einen schönen Spy-Club könnte ich mal machen. Einen schönen, oder einen anderen Club. Was für einen Club können wir denn? Wir könnten Barbed. Dann nehmen wir uns ein bisschen Forgy. Und für den Spike, das geht noch nicht. Einen schönen Barbed. Bart Simpson. Achso, Holz vergessen. Napp. Ich schnapp. So, Holz. Dann machen wir mal hier so ein paar Keulen. Schon mal auf Vorrat. Das dazu. Steine. Metall. Holz. Seeds nochmal reinwerfen. Gut. Eigentlich bin ich soweit fast fertig. Ich werde draußen nochmal die Spikes aufsetzen. Und wenn es gen Abend wird, werde ich auf jeden Fall nochmal... Ich glaube, das reicht für die, für diese Horde müsste es reichen eigentlich, ne? So, warte mal. Machen wir erstmal das eine, dann das andere, ne? Legen wir mal noch eine Reihe Spikes. Ich habe oben noch Stacheldraht, das weiß ich. Das weiß ich. Da oben ist noch eine Runde Stacheldraht. Na, geh da rein. Warum gehst du da nicht rein? Ah, ein Stein liegt da im Weg. Toll. Wegen so einem kleinen Stein machst du so ein Geschiss, du. Du Spike, du. Die Höhe hätte ich mal noch ein bisschen angleichen können. Hätte ich, ja. Aber so bin ich halt, ne? Nicht ganz so exakt. Ich habe auch leider nicht 11:12 Zeit gehabt zum Vorzocken. Weil ich die letzten Tage echt so wenig... Upsala. Hallöchen, Mr. Spike. Also für die erste Nacht hätte eine Zweireiher ja gereicht. Ich habe nur eine Problematik, Schematik, und zwar glaube ich, dass die Mauer zu niedrig ist. Huch, hallo, hier waren ja auch schon welche. Genau. Genau, da komme ich durch. Ich glaube, die Mauer ist ein bisschen zu niedrig. So, dann hier noch ein Stückchen. Dann haben wir auf der Seite auf jeden Fall genug, glaube ich. Das hier muss mal weg. Ja,
Oh, schön mit einem Schlag, ne? Es läuft, oder? So, genau. Okidoki. So. Da habe ich auch schon so ein bisschen Spikes gesetzt hier. Ne? Oh ja. Oh, man, ein Happen-Pappen essen gleich, ne? So, siehst du, hier haben wir auch schon mal Spikes gesetzt. Und hier haben wir auch schon Spikes gesetzt, ne? Also, ich bin der Meinung, anhand dessen, dass hier schon so Spikes sind, ganz viele Spitzis, könnte es gut aussehen. Jetzt müsste man da drin nur noch ein bisschen Stacheldraht legen, die Mauer nochmal schön verstärken und dann ist es gut, oder? Und dann ist es doch eigentlich gut, oder? Oder meint ihr nicht? Genau, wir werden mal Bäume anpflanzen. Das werden wir nochmal machen, da haben wir ein bisschen Zeit zum Wachsen. Ja. Och, oh Mann, ey, das Setzen von den Dingern, das ist so schwierig geworden. Klick, 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 die Maus klickert sich hier einen durch, sag ich dir. Die hat bald einen Klicker tot. Da sind aber auch viele Seeds. Ich hab auch Bäume gefällt ohne Ende, ne? Oh, geh doch irgendwo rein. Will nicht, ne? Ilse, Bilse, will sie nicht. Ich mach mal hier nochmal den hier. Ach, das sind Cobbles. Ha. Hatte ich nichts anderes in der Hand wie Cobble-Frames. Du, ich schaufel dich gleich. Was willst du von mir? Ich bin am Arbeiten. Ich bin ein Forstmann. Ich bin nicht böse. Ich bin nicht böse. Du aber, ne? Du bist eine Schweinelady. So. Und weg da gleich. Gleich weg mit dir. So. Schimmelbulette weggeschmissen. So. Ich weiß ja, dass am Friedhof, da waren ja auch noch ein bisschen Minenarbeit zu tätigen. Das Schöne war ja, dass direkt unter meinem Haus, kann ich euch gleich nochmal zeigen, ja auch so richtig schön Höhle war, ne? Also Mine, Feld. Oh Mann, ey. Das Setzen von den Bäumen ist echt schwer geworden, finde ich. Besonders wenn ein Baum vor meiner Nase steht. So, komm da rein. Muss doch nochmal weg. Hab doch noch was vor. Ah, eine schöne Blumenwiese. So. Na gut. Ich wollte noch mal ganz kurz was fragen, und zwar der Pummelpiet. Wie wichtig ist der Pummelpiet eigentlich? Toll, kannst du behalten. Ein müdes Lächeln kannst du behalten. Gut. Also von da aus komme ich schon mal rein, das ist nicht schlecht. Was ich natürlich auch machen sollte, ist eine Vorbereitung, dass ich auch mal von hier aus rein kann. Ich bin der Meinung, immer noch die Mauer ist zu niedrig. Guck mal da. Da geht es zwar nochmal einmal runter. Also über zwei Seiten kann ich schon mal hier rein, das ist nicht schlecht. Aber ich muss mehr Seiten noch haben, um reinzukommen. Und eigentlich müsste ich nochmal Flotti Karotti da oben einen draufsetzen. Wäre nicht schlecht, verkehrt. Wäre es auch gar nicht. So. Da oben noch einen draufgesetzt. Ne? Da oben wollte ich eigentlich auch nochmal tüchtig weiterarbeiten. Framesies habe ich dabei. Warte mal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da müssten wir eigentlich quasi da? Das wird... Ich weiß nicht, ob das hält. 1, 2, 3, 4, 5. Da eigentlich hier hin, ne?
Keine Ahnung, ob das hält. Okay, sieht eigentlich fast gut aus. Den Clawhammer brauche ich unbedingt mal. Ja, hier könnte man was anfangen mit. Kann ich hier rauf, ne? Auch gut. Ja, das passt. Kann ich die von da unten aus ein bisschen ankicken? Mal ganz böse. Ne? Passiert dann nämlich nichts. Oder ich gehe einfach hier runter dann in der Zeit. Ich brauche noch ein paar Fackeln hier außen, ne? Ja, das ist jetzt dann wieder so ein bisschen schwierig hier, ne? Wie in der Pieksepo. Ich brauche Fackeln auf jeden Fall. Das machen wir mal aus. Kartoffeln hatte ich jetzt keine, ne? Draußen, die sind am wachsen, ne? Die Kartoffeln. Gut, dann würde ich sagen, essen wir halt sowas. Oh, ich bin voll mit Trinken, ehrlich? Aber nicht voll mit Essen, ne? Kerle, wie viel Eier und Speck ich vertragen kann, ist ja Wahnsinn. Da war aber einer, ganz schön hungrig, würde ich sagen. 117 Wellness, sehr schön. Alles voll, alles gut. Dann habe ich hier Steel. Das ist ja aus, wieso ist das aus? Gefällt mir gar nicht, wenn das aus ist. Mag dieses lodernde Feuer. Schön. So, dann machen wir noch ein paar. Zur Not schmeißen wir die wieder rein, das ist nicht schlimm. Beziehungsweise könnte ich die hier einschmelzen wieder, oder? Geht es? Bringt der was? Wenn ich den einschmelze, bestimmt geht es. Und einen lege ich für Reserve hier oben nochmal mit rein. So. Ja, eigentlich sind wir schon mittlerweile ganz gut ausgestattet. Bisschen schwindelig ist mir gerade. Vier Federn. Bräuchte ich jetzt nicht so dringend vier Federn. Kann doch mal so ein Stack Gunpowder machen, oder? Habe ich zwar schon gemacht, aber tut sich ja nicht in Not, wenn ich noch ein paar mache. Ich brauche unbedingt was für die Waffen, ne? 9 mm. Könnte man eigentlich machen nochmal. Bullets hatte ich noch ein paar, ne? Da. Ja, dann machen wir noch ein paar. Bullet Tips 22. Gunpowder haben wir auch. Dann sind die nämlich weg. Mehr Tipps habe ich nicht, weil noch kein Werkzeug da. Vier Pfeile. Okay, dann machen wir die noch. Und dann haben wir eigentlich alles gemacht, was wir machen müssen. Soweit. Ich muss jetzt noch die, die Eier nochmal wegbringen. Hier den ganzen Kram. Bisschen aussortieren. Das ist fertig. Hier war sonst nichts mehr drin. Bad war ja fancy. Wie viel könnte man machen? 7 Stück nochmal. Naja, komm, machen wir die noch schnell. 15 Sekunden. Und gleich 20 Minuten wieder. Eine Folge ist gleich wieder rum. Und in der nächsten Folge gibt es ein lustiges Hörtchen. Hier an der Workbench ruckelt's, ne? Das ist immer so. An der Workbench ruckelt's immer. Auch Wahnsinn, ne? 7 Stück haben wir. Habe ich sie jetzt einstecken? Nee. Ich habe gedacht, ich hätte sie genommen. Ja, jetzt habe ich sie. Gut. Also, gehe ich nochmal den Rest draußen fertig machen. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Folge. Und zwar mit lustigen Horderaten Nummer 7, Nummer 14. Wow, fast da reingefallen. So, ich wollte noch ein paar Barbed Wire nochmal auspacken.
Und zwar können wir die hier nochmal rauspacken. Oh. Die legen wir mal. Die legen wir mal hier oben drauf. Guck mal da. Jetzt geht's rin in die Bude. Die graue Pistole einmal durchgeladen. Und dann, wenn die Horde rum ist, gehen wir auf jeden Fall in die Stadt nochmal. Weil ich dann ganz dringend Bücher brauche. Genau, da brauche ich ganz dringend Bücher. Bis dahin sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Haut rein. Bye, bye.